Hallo, das ist er, der Bauer aus dem Mark. Heute wieder was Interessantes. Politik ist da eintönig und trocken. Da kriegt man auch irgendwann einen Nervenzusammenbruch. Weizenaussaat nach Weidelgrasvermehrung. 218 Kilo sind ziemlich kleine Körner auf dem Hektar und 2 Kilogramm Weißklee unter Saat. Wir gucken uns mal die Technik an. Gut, der Graue, den kennt ihr schon. Dahinter, die Räder ist ein Zwischenpacker zwischen den Rädern vom Traktor. Dann kommt die Zugdeichsel, dann kommt unter der Zugdeichsel ist ein Crossboard, was grob einebnet. Dann kommt eine Scheibenegge, dann kommen Scheibenschare. Das ist eine Drillmaschine, wo man 3 verschiedene Sachen mit immer machen kann. Wenn man Dünger haben kann, nimmt man Dünger oder zum Beispiel Erbsen noch dazu. Das sind 30er Abstände. Dann kommen die Saat mit 12,5er Abstände. Scheibenschare liegen exakt immer in 2,5 bis 3 cm ab. Dann kommt da hinten dieser kleine Kasten mit den Schläuchen dran. Das ist dann ein... Moment, wir gehen mal ein bisschen dichter. Vor den Packerrädern sieht man noch ein paar Schläuche runterhängen. Da ist dann die Saateinheit für die Untersaaten oder Feinsämereien. Und der Reifenpacker, der jede 2 Reihen zudrückt. Und ein Striegel. Und jetzt gehen wir mal hierher. Sieht man schon den Weizen liegen. Das ist vom Ausheben. Hier habe ich schon mal einen Strich gemacht. Dann sieht man auch, da ist ein Kleekorn. Da ist ein Kleekorn. Da ist wieder eins. Und Klee sind das 2 Kilo pro Hektar Weißklee. Das Zeug ist so was fein, von fein, das läuft wie Wasser. Und wozu machen wir das alles? Immer um den Unkrautdruck zu dämpfen und vor allen Dingen um Stickstoff in den Boden einzubringen. Denn die nachfolgende Frucht nach Weizen braucht auch wieder Stickstoff. Ja, und das nächste ist denn, dass wir hier auch ein bisschen Biodiversität halten, denn es ist ein ziemlich feuchter Standort und in dem Klee, wenn die Sonne brennt, sammeln sich auch Frösche und ich kann euch sagen, wenn der Mähdrescher hier durch ist im Juli, August, dann sind die Störche hier als erstes satt, denn die fangen die ganzen Frösche, die hier sind, fangen die weg. Nicht nur Erdkröten, ach so, dann haben wir noch was. Den Crossboard und die Scheibenegge sind gleichzeitig da, dass wir die aufgelaufenen Keimlinge, die jetzt nach dem Grubbern gewesen sind, nochmal schädigen. Also zack, aufwühlen und dann sind die erstmal wieder kaputt. Man sieht es hier, Moment. Ja, die sind denn hin, die liegen oben, vertrocknen nachher. Also, wieder eine lehrreiche Aktion. Bis zum nächsten Mal. Der Bauer aus dem Markt.